Brotzeit. Finde den vermissten Holzfäller. Stimmt, die Quest, die haben wir ja auch noch offen. Und dann haben wir hier so ein paar Pfeile. Ist nichts Großes, nicht viel. Habe ich mal einen kleinen Einkauf gemacht hier. Habe ich hier ein paar Pfeile mitgebracht. So ungefähr 1000 oder so. Aber wie viel sind das jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, 900. Gut, dann kannst du die ersten 100 ja direkt mal ausrüsten. Die können dann ruhig alle hier auf die zweite Seite. Dann wissen wir wenigstens, wo sie sind. Ups. So. Du hattest auch noch 5 Verbände. Kannst du auch ruhig Quindala geben. Ja, es bleibt genau einer übrig. Hat sonst noch einer einen Verband? Nö, du hast deine Schleifsteine. Wie, keine Munition. Ja. Ich aber auch hoffen. So. Du kannst uns heilen, nehme ich an. Was kann ich für... Ah, zeig mir eure Waren. Heiltränke. Erstmal die Einbeerensäfte, die nehmen wir 5 mit. Die sind ja nicht so teuer. Heiltränke haben... Wie viel haben wir denn? 3. Mir fällt gerade auf, der Kaufwert von so einem Heiltrank ist geringer als der Verkaufswert. Oder? 5 Dukaten, 7 Silber. Nee, das... Ah, weil das 3 sind. Das wurde direkt zusammengerechnet. Na gut. Ja, aber einen können wir uns auch ruhig gönnen, würde ich mal sagen. Gut, haben wir jetzt 4 Heiltränke. Das ist ja schon mal was. Für den äußersten Notfall. So, dann haben wir hier hinten hatten wir noch den Vogt. Die Bären hier. Ach nee, das sind Tronkers Handlanger. Wo ist denn der Vogt? Das ist der Schatten vom Vogt. Und wo ist der Vogt? Habe ich auch noch nie gesehen, dass da einfach so ein Schatten auf dem Boden ist. Hier haben wir einen Knecht. Und eine Magd. Da ist eine Kiste. Und Holzfässer. Aber wo der Vogt ist, hör mal. Keine Ahnung. Ah, Dukate und Silbertaler. Nicht schlecht. Aber der Vogt? Wo ist der Vogt? Ach, da oben ist der Vogt. Der hat irgendwie einen doppelten Schatten. Na gut, Vogt. Seid gegrüßt auf meinem kleinen Anwesen. Seid ihr hier der Verwalter? Ja, ich verwalte den Gasthof für den Baron. Früher haben die Barone selbst von der Burg aus regiert, aber das ist lange her. Der aktuelle Baron lebt in Fairdock und war schon seit Jahren nicht mehr hier in der Gegend. Das Einzige, was ihn kümmert, sind die Einnahmen aus der Forstwirtschaft. Mir soll das recht sein. Mögt ihr den Baron nicht? Nein, das hat damit nichts zu tun. Aber wie die meisten Bewohner des Dunkelwalds bevorzuge auch ich ein ruhiges und einfaches Leben. Und was kann es da Besseres geben als einen Herrn, der einen walten lässt, wie man will, solange die Einnahmen stimmen. Ja, ich will aber nochmal mit dir reden. Seid gegrüßt auf meinem kleinen Anwesen. Ich möchte gerne etwas wissen. Ja, das wäre... wer ist denn der Herr über den Dunkelwald? Das ist der Baron, seine Hochgeboren Hagen von Sturmfels. Ich verwalte in seinem Namen aber Land und Untertanen, wenn er fernab weilt. Ich möchte noch was wissen. Glaubt ihr, dass es Hexen hier im Wald gibt? Glauben? Dem ist sogar so. Und unsere Schwestern Saturias hier sind gute Menschen und waren uns oft mit ihrer Heilkunst und ihren Kenntnissen der Wildnis hilfreich. Ich mag mir kaum vorstellen, dass finstere Magie gewirkt haben sollen, auch wenn die Prajoten das annehmen. Ich möchte gerne mit eurem Gesinde über einige Dinge reden. Wozu? Die schwätzen doch auch so den ganzen Tag, ohne meine Erlaubnis. Lebt wohl, Herr Vogt. Dranor. Gute Entscheidung. Lang noch mal voll rein, bitte. Danke. Wunderbar. Ausgezeichnet. Noch ein paar Fässer. Ich finde es ziemlich blöd, dass mir keiner einen Bogen verkaufen will. Haben wir eigentlich Rezepte dafür?
Wir haben eine Anleitung für Jagdpfeile und für Kriegspfeile. Für Bögen haben wir jetzt nicht so direkt eine Anleitung, aber für Pfeile zum Beispiel. Zum Beispiel für Kriegspfeile. Schadenspunkte plus 1. Ach komm, wir haben gerade Pfeile gekauft. Ist nicht so wichtig. So, das war's aber fürs Erste, ne? Wir könnten hier jetzt noch bestehlen, was das Zeug hält. Ach genau, die führen ja, ne? Da müssten wir ja noch mit reden wegen den Hexen. Seid gegrüßt. Kann ich behilflich sein? Guck mal, Wölfe. Kannst du mir ein paar Fragen zum Leben hier im Wald beantworten? Was hältst du von den Prajoten? Ich mag die Hexen nicht. Also finde ich es ja eigentlich gut, dass die Prajoten hier sind, aber sie sollten die Leute nicht so hart anfassen. Das gefällt mir nicht. Wir Bauern und Leibeigene können ja nichts für die Hexen. Ich hoffe, sie vertreiben diese schrecklichen Frauen von hier und lassen uns alle dann in Ruhe. Weißt du denn etwas über die Hexen? Furien sind das. Ansonsten weiß ich nicht viel über die. Aber ich finde, Frauen sollten sich so nicht benehmen. Aber bitte erzählt das nicht weiter, Herr. Natürlich nicht. Erzähl mir doch was übers Gut Dunkelforst. Es ist meine Heimat. Ich bin hier geboren und kenne jeden. Mein geliebter Danos ist Knecht auf dem Hof. Der Vogt sorgt für uns und ich will nicht klagen. Dann gibt es hier die Weberin Morla, die ist immer nett und freundlich. Und den Koch Wilfried, der immer viel grantelt. Granteln, ja, ja. Nur die Holzfäller kenne ich nicht so gut. Die kommen meistens von außerhalb. Ich habe doch keine Fragen mehr. Ihr seid es. Wie kann ich euch helfen? Indem du meine Fragen beantwortest. Ich komme im Auftrag der Inquisition. Inquisition? Aber ich habe nichts verbrochen. Bitte, ich bin unschuldig. Keine Angst, Linus. Ich bin nicht hier, um dir weh zu tun. Ich bin hier, um dir zu helfen. Mir helfen? Aber wie wollt ihr mir denn helfen? Mir fehlt doch gar nichts. Ich bin gekommen, um den schrecklichen Hexen das Handwerk zu legen. Den Hexen? Aber die tun mir doch nie was. Naja, also zumindest hat mir noch keiner etwas getan. Und so die Götter wollen, wird es auch so bleiben. Ich glaube, du verheimlichst mir etwas. Kannst du es mir ruhig sagen? Ihr habt ja recht. Wisst ihr, mein Verlobter Danos war vor mir mit einer Hexe verlobt, mit Alvene. Und jetzt habe ich ein wenig Angst um ihn. Ihr müsst wissen, dass Alvene immer noch in Danos verliebt ist. Hexen sind ja so fürchterlich emotional. Aber wenn sie immer noch in ihn verliebt ist, warum sollte sie ihm dann etwas zuleide tun? Ihr kennt die Hexen wohl nicht, René. Es gibt nichts Rachsüchtigeres als eine Hexe, deren Liebe nicht erwidert wird. Ihr könnt mir ruhig glauben, Alvene ist Fanat in Danos und wenn ihr ihn einmal gesehen habt, würdet ihr auch verstehen, warum. Danos übrigens haben wir schon gesehen. Sie würde ihm also schaden, aber auch alles tun, damit jemand anderes ihm nichts zuleide tut? Ich glaube, das könnte man so sagen. Alvene ist zwar fürchterlich rachsüchtig und aufbrausend, aber ihre Gefühle für Danos sind ehrlich. So ehrlich, wie sie bei einer Hexe sein können. Sehr interessant. Sag mir, wo finde ich denn deinen Danos? Der verbringt die meiste Zeit am Fluss. Folgt einfach den Weg aus dem Gut hinaus und nehmt dann die Abzweigung, die links zum Fluss führt. Und richtet ihm aus, dass ich auf ihn warte, wenn er mit dem Fischen fertig ist. Gibt es hier im Gutshof noch andere Menschen, die Kontakt zu den Hexen pflegen? Ich weiß nicht so genau, aber ich habe manchmal gehört, wie der Koch sich über jemanden aufregt, der er diese verdammte Hexe nennt und dass sie für ihre Gewürze immer so viel Geld verlangt. Ihr könnt ihn ja mal selbst fragen. Ihr findet ihn in der Küche.
Magd, du hast mir sehr geholfen. Und mach dir keine Sorgen um deinen Danos. Ich versichere dir, Alvene wird ihm kein Haar krümmen. So, Questaktualisierung. Verhafte Danos. Sprich mit Berner, mit Berndrich, natürlich. Und Saphira müssen wir die Schwäche noch rausfinden. Also, Morla weiß sie, da weiß Berndrich die Schwäche vermutlich. Und Alvene müssen wir Danos verhaften. So, wo ist denn dieser Berndrich? Das soll ja der Koch sein, aber... Ach da, preisgeweihter Berndrich. Gut, dann würde ich sagen, wir verhaften zunächst mal Danos. Machen uns da mal auf den Weg. Dem sind wir ja schon mal begegnet, haben wir uns ja schon mal mit ihm unterhalten. Wir wissen ja, wo er ist. Eigentlich könnten wir uns mal diese Bären da vorknöpfen. Warum nicht? Komm her, Butt, Butt, Butt. Ja, komm her, Butt, Butt, Butt. Süßer Bär. Zu euren Diensten. Komm schon. Ja! Ein Wort. So. Immer schön voll drauf. Ich versuche mein Bestes. Wunderbar, direkt 7 Erfahrungen, nicht schlecht. Für so einen Bär. Kannst du Finte machen, aber viel bringt das eigentlich nicht. So, jetzt kommt noch der Zauber. Wunderbar, der ist auch schon tot. Bärenzähne, Fellfetzen. Und du kannst die beiden noch ausnehmen. So. Und so. Und dann machen wir uns mal auf den Weg zu Danos. Da steht er auch schon. Konchin ist noch auf dem Weg. Da. Die Truhe hatten wir ja schon mal geöffnet. Und da steht dann auch schon Danos. Den quatschen wir jetzt mal schräg von der Seite an. Sei gegrüßt. Brauchst du Hilfe? Knecht Danos, ihr werdet beschuldigt, mit dem Dämonenweib Alvene verkehrt zu haben. Im Namen der Heiligen Inquisition erklärt euch. Dämonenweib? Was meinst du? Meint ihr damit? Alvene ist zwar fürchterlich eifersüchtig, aber deshalb ist sie doch nicht gleich ein Dämonenweib. Sie ist nun mal eine Hexe. Ihr gebt also zu, mit einer Hexe in Unzucht gelebt zu haben. Ja und? Ich meine, ich habe mich ja auch wieder von ihr getrennt, habe also nicht mehr mit ihr zu tun. Knecht Danos, im Namen der Heiligen Inquisition verhafte ich euch hiermit. Kommt freiwillig mit mir, dann muss ich euch keine Gewalt anwenden. Nein, das mache ich nicht. Ich will nicht in den Kerker. Na toll. Oh. Ist dir schon gut. Ich ergebe mich. Ich folge dir zum Lager der Prajoten. Na eben, geht ja doch. Das ist mir aber lieber, du gehst voraus, Bursche. So, und gehen nimmt der übrigens wörtlich. Das heißt, wir dürfen jetzt hier im Schneckentempo zum Lager der Inquisition zurückgehen. Ja, dann komm doch mit, du. Ja, dann geh weiter.